Wir wollen heute einmal über das verstörendste Interview sprechen, das es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Ein Interview, in dem nicht irgendein Serienmörder oder ein Psychopath interviewt wird, sondern ein fünfjähriges Mädchen. Dieses fünfjährige Mädchen ist Beth Thomas und die Dinge, die sie in diesem Interview aussagt, sind mehr als verstörend und 100% ernst zu nehmen. Denn sie spricht in dem gruseligsten Interview überhaupt darüber, dass sie ihre eigenen Eltern und ihren Bruder ermorden will und das in einem verstörenden Detail, weil sie genau weiß, wie sie das Ganze schaffen will. Über genau diesen Vorfall wollen wir heute einmal sprechen und deswegen kommt jetzt die gesamte Geschichte von Beth Thomas, der verstörenden Kindermörderin. Ihr müsst wissen, Beth Thomas wurde interviewt für eine Dokumentation, die rein über sie handelte. Diese Dokumentation wurde damals um 1992 veröffentlicht unter dem Titel Child of Rage, also das Kind voller Wut. Und im Mittelpunkt von dieser Dokumentation stand eben Beth Thomas und ihre Familie. Häufig wird im Internet nur das Interview verbreitet. In dem Interview sieht man eben, wie Beth Thomas einfach wie ein normales Kind auf dem Sofa sitzt und nahezu mit starrem, unemotionalen Blick in die Kamera oder auf den Interviewenden guckt. Sie antwortet auf jede Frage, die ihr gestellt wird, klar. Doch der Interviewer fragt eben direkt zu ihrem Problem. Er fragt das Mädchen zum Beispiel, ob sie ihre eigenen Eltern hasst, worauf sie mit Ja antwortet. Er fragt sie eben auch, ob sie ihren kleinen Bruder hasst und ob sie ihn eben verletzen will, worauf sie ebenfalls mit Ja antwortet. Und auch auf die Frage hin, ob sie ihn schon mal verletzt hat, beschreibt sie verschiedenste Momente von früher, wo sie ihrem eigenen Bruder entweder extreme Schmerzen zugefügt hatte, oder wo sie eben klar davon spricht, dass sie bereits in der Vergangenheit mehrfach versucht hat, ihren Bruder zu ermorden. Dieses Interview wird aber besonders verstörend, als sie anfängt darüber zu reden, was sie gerne am liebsten machen würde, beziehungsweise wie sie ihre Eltern beseitigen will. Denn auf die Frage des Interviewenden, ob sie ihre eigene Familie umbringen will, antwortet Beth direkt mit Ja, das wird sie gerne tun. Als sie dann gefragt wird, wie sie das Ganze machen wird, beschreibt sie in einem verstörenden Detail die Tat. Sie sagt, sie möchte nachts gerne in die Küche gehen und eben aus der Küche Messer klauen, beziehungsweise wenn keiner mehr da ist, Messer mitnehmen. Sie sagt auch ganz klar, dass sie das Ganze nachts machen will, da sie nicht möchte, dass sie erwischt wird. Mit diesen Messern, die sie dann geklaut hat, möchte sie eben in das Schlafzimmer ihrer Eltern gehen oder in das Schlafzimmer von ihrem Bruder und ihre gesamte Familie für immer beseitigen. Sie erklärt also in diesem Interview, ein ganz normal aussehendes fünfjähriges Mädchen, dass sie auf grausamste und brutalste und kaltblütigste Art ihre Familie umbringen will. Wenn man dieses grauenhafte Interview so auf YouTube in Ausschnitten sieht, könnte man erstmal direkt davon ausgehen, dass dieses Mädchen einfach nur eine Psychopathin ist. Denn während sie all diese schrecklichen Dinge erzählt, ist sie nicht traurig, sie ist nicht glücklich, sie ist komplett leer von den Emotionen. Sie hat einfach nur einen starren Blick, antwortet auf die Fragen so, wie andere Leute vielleicht auf irgendwelche Matheaufgaben antworten würden, ohne irgendeine Gefühlsregung, einfach nur mit den klaren Dingen, die ihr im Kopf herumschwirren. Doch die Geschichte von Beth Thomas ist ein bisschen komplizierter, als sie ist lediglich eine Psychopathin. Denn ihr müsst wissen, die Familie, die Beth Thomas umbringen will, ist nicht ihre leibliche Familie, abseits von ihrem Bruder zumindest. Ihr Bruder ist tatsächlich ihr echter Bruder und sie beiden wurden adoptiert von einem Ehepaar. Dieses Ehepaar hatte es sich eben zur Aufgabe gemacht oder hatte sich gewünscht, Kinder zu besitzen und so kamen sie eben zu der Möglichkeit, Beth und ihren Bruder zu adoptieren. Doch schon kurze Zeit nach der Adoption wurde klar, dass etwas mit Beth nicht stimmte. Schon kurze Zeit später, obwohl sie in ihrer neuen Familie sehr viel Liebe erfahren hatte, zeigte sie extrem aggressive Anwandlung. Wenn ihr Bruder zum Beispiel aus dem Zimmer kam, ging sie zu ihm hin und schlug ihm einfach so in den Magen oder in die Genitalien, ohne irgendeine Rücksicht auf ihn zu nehmen.
Und es kam eben auch mehrfach dazu, dass die Mutter zum Beispiel Schreie von ihrem Kind gehört hatte, die aus dem Keller kam. Und als sie dann hingelaufen ist, um im Keller nachzugucken, was da vor sich geht, sah sie mit an, wie eben ihr Sohn auf dem Boden lag und Beth den Kopf ihres Sohnes genommen hatte und immer wieder gegen den Boden schmetterte, während ihr Sohn einfach nur schrie, sie soll damit aufhören. Man merkte also ganz klar, dass sie extrem aggressiv gewesen ist, doch diese Aggression kam nicht einfach aus dem Nichts. Denn ihr müsst wissen, Beth war extrem traumatisiert. Sie war eben in einem Kinderheim gewesen, nicht weil die Eltern bei der Geburt sie weggegeben hatten, sondern weil sie von ihren Eltern früher missbraucht wurde. Sie hatte also während ihrer Kindheit extrem viele schreckliche Erlebnisse mitgekriegt, zu einer Zeit, wo sie quasi noch nicht so sehr mitdenken konnte. Sie war also quasi unterbewusst extrem verstört gewesen und aus eben diesem Missbrauch entwickelte sich in ihr eine große Aggression, ein großer Hass auf quasi alles und jeden. Und deswegen hatte sie auch diese Anwandlung und hatte eben auch die Fantasien, dass sie ihre eigene Familie umbringen will. Doch wenn ich sage, es sind Fantasien, stimmt das nicht ganz. Denn tatsächlich hatte Beth die Dinge, die sie im Interview gesagt hatte, schon mal so grob probiert gehabt. Denn tatsächlich bemerkte ihre Mutter eines Tages, dass Messer von ihr fehlten. Aus einem Messerblock, den sie eben oben auf ihrer Küchentheke drauf hatte, waren Messer rausgenommen worden. Sie suchte die ganze Küche und die Wohnung ab, doch konnte nirgendwo diese Messer ausfindig machen. Als sie dann eben ihre Tochter fragte, ob sie wüsste, wo die Messer sind, ob sie die Messer gesehen hatte, sagte Beth zwar, dass sie die Messer nicht gesehen hat, aber sie beschrieb exakt jedes Messer, das weg gewesen ist. Sie sagte zum Beispiel zu der Mutter, meinst du das Messer mit dem schwarzen Griff, mit der silbernen Klinge, das so lang gewesen ist? Exakt das Messer, was mitgenommen wurde, obwohl alle möglichen Größen da gewesen sind. Wenn sie das Messer nicht genommen hätte, hätte sie auch nicht wissen können, welches Messer genau jetzt fehlte. Der Mutter war natürlich sofort klar gewesen, dass Beth das Messer hatte und tatsächlich konnten sie in ihrem Zimmer es auch finden. Sie hatte es also wahrscheinlich geschafft, noch einmal sich und ihren Bruder zu retten. Denn hätte sie damals nicht bemerkt, dass das Messer verschwunden war und hätte sie es nicht in dem Zimmer von Beth gefunden, hätte es sein können, dass Beth vielleicht ihren Plan durchgezogen hätte und nachts aufgestanden wäre, um ihren Bruder oder ihre Familie umzubringen. Doch dann musste die Familie einlenken. Nachdem sie eben mitgekriegt hatten, dass Beth immer aggressiver wurde, nachdem sie mehrfach schon versucht hatte, ihren Bruder zu beseitigen und nachdem sie mehrfach nachts gewalttätig wurde, wo sie einfach ins Zimmer ihres Bruders ging und während er schlief ihn geschlagen hatte, entschieden sich die Eltern dazu, sie nachts einzusperren. Nachts wurde Beth in ihr Zimmer geschickt und man schloss die Tür ab, dass sie unter keinen Umständen rauskommen kann. So verzweifelt war die Lage der Eltern gewesen und letztendlich kamen sie zu dem Entschluss, dass sie nicht in der Lage sind, sich um Beth richtig zu kümmern. Sie kamen damit nicht klar und es musste eine Therapie her. Ich habe euch jetzt all die schlimmen Dinge von Beth erzählt, all die grausamen Aussagen, die sie getroffen hat und all die grausamen Taten, die sie gemacht hatte. Vielleicht haben manche Leute von euch gedacht, dass man so ein Kind einfach wegsperren sollte, ähnlich wie ein Schwerverbrecher ins Gefängnis oder eine Heilanstalt. Doch das wurde mit Beth nicht gemacht. Sie kam quasi in ein Rehabilitationsprogramm, wo sie zum Beispiel auch auf einer Farm mitgeholfen hatte. Sie wurde also versucht zu resozialisieren, es wurde versucht, sie eben unter Kontrolle zu bringen, indem man ihr klare Linien, einen klaren Alltagsablauf zeigt und ihr auch ein Stück weit Verantwortung gibt. Und tatsächlich zeigte sich schon nach kurzer Zeit in dieser Therapie, dass sie sich definitiv ändern kann, dass man Beth retten kann. Sie war keine Psychopathin von Natur aus, sie war lediglich verstört von den Dingen, die sie früher einmal erlebt hatte. Und so zeigte sich schon nach kurzer Zeit in der Therapie, dass sie auf einmal Schuldgefühle entwickelte. Während sie im Interview über all die schlimmen Taten redete und dabei überhaupt nicht dabei sich irgendwie emotional veranlagt fühlte, war es später dazu gekommen, nachdem sie kurzzeitig in der Therapie war, dass sie anfing zu weinen, wenn sie über die Dinge redete, die sie früher getan oder gedacht hatte. Man merkte also auf einmal, dass ihr die Dinge leid taten. Und heutzutage ist Beth eben keine Straftäterin, sitzt nicht in einer Psychiatrie oder ist in irgendeinem Gefängnis eingesperrt. Beth ist eine ganz normale Frau, die es geschafft hatte, geheilt zu werden. Das heißt, das gruselige Mädchen von damals, das dieses schreckliche Interview gegeben hat, ist heute ein ganz normaler Mensch. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.